Besitzt du ein Elektroauto, wirst du früher oder später auf die Begriffe AC und DC-Laden stoßen. Aber wie unterscheiden sich diese beiden Ladearten? Das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und heute zeige ich dir die 7 wesentlichen Unterschiede. Erster Unterschied: der Ort, an dem der Strom umgewandelt wird. Es gibt grundsätzlich 2 Arten von Strom, die zum Laden von Elektrofahrzeugen verwendet werden können. Nämlich Wechselstrom, also AC, und Gleichstrom, also DC. Der aus dem Stromnetz kommende Strom ist immer Wechselstrom, also AC. Eine E-Auto-Batterie kann aber nur Gleichstrom aufnehmen. Das heißt, dass der Wechselstrom immer in Gleichstrom umgewandelt werden muss. Der Hauptunterschied zwischen AC- und DC-Laden ist der Ort, an dem der Wechselstrom umgewandelt wird. Er kann entweder außerhalb des Autos oder aber im Auto selbst umgewandelt werden. Bei DC-Ladegeräten befindet sich der Stromwandler in der Ladestation selbst. Daher ist das DC-Ladegerät meist auch größer, aber gleichzeitig auch schneller beim Laden. Beim AC-Laden hingegen beginnt der Wandlungsprozess erst im Auto. Elektrofahrzeuge haben einen eingebauten Umrichter, auch Bordlader genannt. Er wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um. Nach der Umwandlung des Stroms wird die Batterie des Elektroautos aufgeladen. Unterschied 2. Der Ort, an dem das E-Auto geladen wird. Zu Hause oder an einer öffentlichen Ladestation. Theoretisch könntest du zu Hause eine DC-Ladestation installieren. Das macht aber nicht viel Sinn. Warum? Weil erstens DC-Ladestationen deutlich teurer sind als AC-Ladestationen. Zweitens DC-Ladestationen deutlich mehr Platz einnehmen. Und drittens für das Laden mit Gleichstrom ein leistungsstarker Anschluss an das Stromnetz erforderlich ist. Wie du siehst, ist ein AC-Ladegerät die bessere Wahl, solltest du dein Auto zu Hause laden wollen. Unterschied Nummer 3. Willst du eine mobile Wallbox, weil du unterwegs einfach und unkompliziert laden möchtest, dann brauchst du eine AC-Ladestation. Denn erstens, das DC-Ladegerät enthält einen sehr schweren Stromwandler, was es unmöglich macht, damit auf Reisen zu gehen. Deswegen existieren DC-Ladegeräte nur als stationäre Modelle. Und zweitens, ein DC-Ladegerät braucht eine Eingangsspannung von 480 und mehr Volt. Also selbst wenn sie mobil wäre, würdest du wahrscheinlich keine passende Stromquelle finden. Im Vergleich dazu steht Wechselstrom, also AC, an jeder üblichen Steckdose zur Verfügung. Unterschied Nummer 4, die Ladegeschwindigkeit. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen AC- und DC-Laden ist die Ladegeschwindigkeit. Wie du bereits weißt, enthält das DC-Ladegerät einen Stromwandler. Das bedeutet, dass der aus der DC-Ladestation kommende Strom das Bordladegerät des E-Autos umgeht und direkt in die Batterie fließt. Dieser Vorgang spart natürlich Zeit, weil der Stromwandler im Inneren der DC-Ladestation viel effizienter ist als der im Elektroauto. Daher spricht man beim DC-Laden auch vom Schnellladen. Unterschied Nummer 5. Die Ladekurve und somit die Ladeleistung. Beim AC-Laden stellt der an das Elektrofahrzeug gelieferte Strom eine flache Linie dar. Der Grund dafür ist die geringe Größe des Onboard-Ladegeräts und dementsprechend seine begrenzte Leistung. Währenddessen erzeugt das DC-Laden eine abnehmende Ladekurve, da die E-Auto-Batterie zunächst eine schnellere Stromzufuhr akzeptiert, aber nach und nach weniger Strom benötigt, wenn die maximale Kapazität erreicht wird. Unterschied Nummer 6. Der Lade- und Batteriezustand. Wenn du dich entscheiden müsstest, ob du 30 Minuten oder 5 Stunden damit verbringen möchtest, dein Elektroauto aufzuladen, ist es ziemlich offensichtlich, was du wählen würdest. Natürlich das schnellere Laden mit Gleichstrom, also DC. Aber ganz so einfach ist es leider nicht. Denn wichtig zu wissen ist, dass wenn ein DC-Ladegerät regelmäßig verwendet wird, die Leistung und der Zustand des Akkus beeinträchtigt werden kann. Unterschied Nummer 7. Der Preis. Preislich gesehen ist das Laden zu Hause die günstigste Option. Daher ist der Kauf einer eigenen Ladestation attraktiv, da sie definitiv deinen Geldbeutel entlastet. Beide Ladearten haben ihre Vorteile. AC-Laden ist sicherlich besser für die Batterie des Elektroautos und geeignet für den Heimgebrauch, während DC-Laden dann verwendet werden kann, wenn du das E-Auto schnell aufladen musst. Unserer Erfahrung nach besteht kaum Bedarf für sehr schnelles Laden, da die meisten Besitzer von Elektrofahrzeugen ihre Autobatterien nachts oder beim Parken in der Nähe des Büros aufladen. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Falls du noch weitere Fragen hast, lass uns gerne einen Kommentar unterhalb des Videos da. Oder besuche unsere Website oder unseren GoE-Blog. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tim von GoE.